Was sind da los? Sagt der DJ Nick, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Workers and Resources. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe offline, wie soll ich sagen, geknobelt, mir überlegt, ausgedacht, hin und her gemacht und gedacht und getan. Und es ist mir so unglaublich viele Gedanken gemacht. Und dann bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wir machen jetzt zuerst erst einmal ganz was anderes. Ja, nein, es geht immer noch um diese Essensgeschichte. Also, meine, es liegt ja wirklich nahe, dass wir hier diese Plätze, die wir hier eigentlich haben, auch nutzen. Und ich glaube, dass es Sinn macht. Ich meine, hier ist ein bisschen hügelig, so wie ich jetzt gerade sehe. Das werden wir vielleicht mal ein bisschen abglätten müssen. Dann, okay, hier ist schon sehr hügelig dann, meine Güte. Folgendes. Zuallererst machen wir jetzt einmal was anderes und dann erkläre ich euch das mit dem Ding. Was mich nämlich am allermeisten genervt hat, und ich glaube, einige haben es beim letzten Mal gerade am Ende mitgekriegt, ist diese, Entschuldigung, echt diese saublöde Geschichte mit diesen Zügen. Das nervt mich total und deswegen werden wir da jetzt was ändern. Ich glaube, dass einer nicht reicht, aber wir machen es jetzt mal folgendermaßen. Wir machen es auf Teil jetzt. Wir werden diesen netten Zug jetzt hier mal, der hat jetzt gerade die Leute abgeliefert, und den werden wir jetzt einmal hier zurückschicken. Wie ihr seht, wir haben gerade wieder die Millionengrenze erreicht, also plus. Also im Moment Finanzen sehr gut, bin ich sehr glücklich, haben wir im Moment keine Probleme. So kann es natürlich weitergehen. Wir werden jetzt diesen Zug verkaufen, und nachdem wir eigentlich ganz gut ja auch noch Dollar haben, werde ich hier einen schnellen amerikanischen Zug jetzt kaufen, weil mir das total nervt. Und dann sollten wir erst einmal raus sein aus dieser Geschichte. Ich hoffe, dass der jetzt da brav abbiegt, wie er das soll. Jawohl, macht er auch. Sehr gut. Und dann erzähle ich euch das mit den Nahrungsmitteln, was ich mir da vorgestellt habe. So, der ganze Zug, oh Wunder, passt aber immer da hinein. Jetzt mache ich doch mal ganz kurz Pause. Das wird alles verkauft. Und ja, das gibt uns eigentlich nochmal einen guten Schub. Und dann kaufen wir für Dollar jetzt eine neue E-Lok. Mal schauen, die kann man auch färben. Oh, cool. Oh, blau. Cool. Für 250.000. Der donnert 260 km/h. Den nehmen wir. Müssen aber leider Ostfahrzeuge, Güterwagen kaufen, weil es gibt keine anderen Personenwagen. Es gibt nur den. Und dann nehmen wir jetzt wie viel? 300 lang, vollkommen. Kann man leider nicht färben, schade drum. Und verpassen dem einfach nur einen neuen Fahrplan. Na, Start. Nützt ja nichts mehr, wohin. Also dahin und dahin. Und im Kohlerevier wird dann nur ausgestiegen. Machen wir einmal weg hier, sind nur Arbeiter. Und am Kölner Hauptbahnhof wird dann nur eingestiegen. Bitte keine Touris und Schüler, nur Arbeiter. Und dann kann es auch schon losgehen. Und das bedeutet, wir haben jetzt einen Zug, der mehr oder minder relativ langsam fährt. 5 Wagen war viel zu überdimensioniert. Und dann haben wir aber einen, der natürlich mehr oder fast doppelt so schnell fährt, oder mehr sogar, oder? Also doppelt so schnell fährt, mit weniger Wagen dran. Und dann sollten die sich eigentlich, auch wenn die für einen Moment mal gleichzeitig waren, aber das sollte sie dann relativ schnell erledigt haben. Wenn ich jetzt 2 schnelle kaufe, dann fahren die irgendwann wieder gleichzeitig, dann sind wir genau wieder da, wo wir vorher waren. Ich glaube, so ist es im Moment ganz okay. So, geht dem nochmal, also nochmal umdrehen, damit der Zwischenraum ein bisschen größer ist, was natürlich totaler Schmarrn ist, weil der wird den bald einholen und dann werden die kurzzeitig einmal nebeneinander fahren und dann wird der den aber gleich wieder überholen. Das stört mich hier auch. Das mache ich jetzt mal, ich habe jetzt kurz Pause gemacht, weil das, wie schaut denn das eigentlich aus? Das werden wir jetzt einmal ganz kurz schnell ändern. Zack, und Thema schon erledigt. Doch, 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 du hast schon Route. Fahr nur weiter. Genau. Dauert immer ein bisschen, bis die Berechnung durch ist. So.
Und das Gleiche würde ich ganz gern in Bremen machen und dann kümmern wir uns um die anderen Sachen. Bist du voll mit Leuten, oder? Ja, ich würde ganz gerne auf den auf der rechten Spur. Ich schalte ganz kurz mal schnell. Ich hoffe, es ist für euch okay. Auf schnelle Geschwindigkeit. Komm, mein Freund, und du fährst jetzt, du bist jetzt leer, du fährst jetzt auch zurück. Nein, was ist jetzt? Das kann aber nicht lang dauern, oder? Oh, zwar für einen kurzen Moment, man kann die Leute im Werk, aber es hat sich schon erledigt, oder? So. Du wirst jetzt auch verkauft. So, oder la? Dann machen wir das gleiche jetzt hier auch. Nehmen hier auch die. Ja, nehmen wir die drei. Da würden wahrscheinlich zwei sogar reichen, aber es macht nichts. Das ist ja eine viel kürzere Strecke, ne? So, Ölfelder aussteigen, Bremen Hauptbahnhof einsteigen, ne, halt so rum. So, und dann kann es auch schon losgehen. Und jetzt sollten wir zuerst einmal wirklich dieses Problem los sein. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Was war jetzt da kurz los? Ja, jetzt waren da wahrscheinlich kurz mal keine Leute. So, und der donnert natürlich jetzt schon mit einer ganz anderen Geschwindigkeit dahin. Da sind die Leute gerade mal 3, 4 Stunden da, dann kommt schon die nächste Fuhre. Genau so soll es eigentlich sein. Und dann konnte er ruhig ein bisschen langsamer dahin tüdeln, solange der hier hin und her rast. So soll es sein. Normale Geschwindigkeit. Oh, da ist wieder was angekommen. Sehr gut. Geld läuft. Ich bin sehr zufrieden. Und ihr da droben macht es auch. Ja, die fahren jetzt schon wieder fast nebeneinander. Aber dann mach du das mal bitte so, dass du jetzt eben hier nochmal herkommst. Gut, damit sollte man wirklich das Problem jetzt erst einmal los sein. Da hinten tankt volles Rohr auf. Sehr schön, das bringt wieder viel Geld. Gut, okay, das war jetzt diese Problematik und jetzt, oder Problematik, das, was mich schon lange jetzt ein bisschen gestört hat. Und damit sollte man das Problem jetzt ein für alle Mal wirklich los sein. Wenn man das sieht, wie schnell der fährt und wie langsam der da hintuckert. Echt der Hammer. Ja, und dann sollten da jetzt immer volle Leute auch da sein und dann sollte man auch kein Problem mehr haben, dass da irgendwie. Ja, wunderbar. Was sind da eigentlich? Alles brechend voll. Wir könnten also eigentlich ihm jede Menge Kohleerz auch noch verkaufen. Aber damit will ich jetzt gar nicht anfangen. So, jetzt die zweite Geschichte. Jetzt geht es endlich erst so weit. Jetzt habe ich mir das lange überlegt. Also, mein Gedanke war, dass man eben. Zuerst wollte ich die Rinderfabrik machen, dann habe ich mich doch umentschieden, die Weizenfabrik oder zum ersten den Weizen anzubauen. Jetzt bin ich wieder dabei, da es schon Mai ist und damit sind wir eigentlich schon fast zu spät. Bis wir das alles gebaut haben, bis wir anfangen zum Anbauen, wird es schon fast zu spät. Da muss man eigentlich im Februar anfangen. Deswegen würde ich jetzt doch tatsächlich mit dem Gedanken spielen, zuerst einmal diese Fleischgeschichte machen. Dann müssen wir wohl oder übel die Pflanzen vorerst einmal einkaufen. Vielleicht können wir die ja auch auf dem US-Markt oder auf dem US-Markt mit US-Dollar kaufen, also mit Dollar kaufen. Da brauchen wir eine Viehzucht, eine Viehhalle und einen Schlachthof. 150 Tonnen Vieh maximal verbraucht bei maximaler Produktion. Die maximale Produktion. 10 Tonnen Vieh pro Tag. Und die können 150
maximale Produktion 60 Tonnen Fleisch, 150. Also im Prinzip kann so ein Schlachthof, ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, fast 15 so eine Betriebe, das kann ich mir kaum vorstellen. Und wir brauchen natürlich eine Fleischlagerung, weil das nämlich eine Kühllagerung ist. Und dann müssen wir natürlich von da das Fleisch auch noch in die Städte bringen. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Aha, und das ist jetzt eben der springende Punkt. Diese Viehzucht, wie wir hier sehen, das ist halt überhaupt nicht groß, ne? Das ist halt wahnsinnig klar. Da kann man natürlich schon mehrere Betriebe auf einmal herstellen. Während die Viehhalle ist auch nicht groß. Haben wir, wie viele Eingänge haben wir denn da? Da hätten wir bis zu vier Eingänge. Also da könnte man eigentlich vier Viehzuchtbetriebe hinstellen zu einer Viehhalle und dann den Schlachthof. Und dann glaube ich, ein Schlachthof wird reichen und dann hätten wir da und dann die Fleischlagerung einfach daneben. Und dann hätten wir da wirklich, und ihr seht es ja, also die sind echt nicht groß. Also wenn wir sagen, wir bauen vier von denen, in der Mitte eine Viehhalle, dazu einen Schlachthof und eine große Lagerung, das braucht eigentlich gar nicht viel Platz. Wir können, die brauchen natürlich alle Wasser, natürlich logischerweise Strom und natürlicherweise Arbeiter. Komischerweise, so wie ich hier sehe, ja doch, da brauchen wir 50 Arbeiter und da 50 Arbeiter. Hätten wir alles hier rum, auch Abwasser und so weiter, haben wir eigentlich alles da, könnte man eigentlich alles hier machen. Wäre eigentlich fast vernünftiger. Und dann könnte man hier, wenn es denn dann soweit ist, auf der Seite, mal angenommen, wir wachsen mit der Stadt noch hierher, hier vielleicht sogar über den Rhein noch drüber, hier unten. Und dann könnte man hier, und das gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht, dass das hier so bergig ist, dann könnte man hier tatsächlich, ui, 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 und das ist brutal bergig, habe jetzt gar nicht bedacht, könnte man hier eventuell eben die Weizenproduktion machen. Wir könnten aber natürlich dann auch die Weizenproduktion in einer neuen Stadt ansiedeln, wie zum Beispiel in Hamburg. Es wäre natürlich vernünftiger, das in Hamburg zu machen, wenn wir uns mal die Deutschlandkarte anschauen. Man sieht, ich mache es einmal groß. Man sieht es natürlich hier an dem Hellgrünen, hier geht schon das Hügelige los, hier im Süden, gerade um München rum und so weiter, ist es halt natürlich alles sehr hügelig. Hier hätten wir halt richtig schönes, flaches Land und wenn wir jetzt mal den Bereich hier anschauen, ich hoffe, ihr seht das, wo ich mit der Maus bin. Hier, also unterhalb von Hamburg, hier ist Hamburg hier oben, ne? Da haben wir keine Ressourcen, die wir da eventuell abbauen können. Da kommt uns also nichts dazwischen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir in Zukunft diese ganzen Flächen, ja, zum Beispiel sehen wir hier Bauxit, da wo ich jetzt die Felder hier bauen wollte, könnte man hier beim Köln hier eben Bauxit abbauen. Also wäre das vielleicht gar nicht so clever. Da oben eher weniger, weil da würde ich eigentlich eher nur Öl abbauen. Aber Eisen wird wieder was anderes. Bauxit. Uranerz wird später noch sehr interessant, weil ich natürlich schon zu einem späteren Zeitpunkt noch eventuell ein Atomkraftwerk bauen möchte. Also das wäre die zweite Möglichkeit, dass wir dann von Hamburg aus hier unsere Felder hierher bauen und vielleicht sogar einen so groß, das relativ groß anlegen, da brauchen wir ein bisschen mehr Geld, damit wir sagen, wir machen von hier die komplette Lieferung für unser Land mit Essen. Dazu müssten wir dann auch logischerweise, da schaue ich jetzt gerade mal, gut, hier würde ich tatsächlich das Fleisch noch direkt herliefern. Wie schaut es denn aus? Ihr seht das ja schon selber. Man muss echt viel bedenken. Ich lasse jetzt trotzdem einmal laufen, weil wir nicht mehr dazu kommen, das rechtzeitig zu schaffen mit dem Weizen. Deswegen machen wir da jetzt keine Gedanken. Wie schaut es denn aus mit dem Export, also mit dem Import? Also im Grunde genommen, was verbrauchen wir? Ja. Und nach Essen und Chemikalien. Chemikalien können wir noch nicht herstellen. Obwohl. Mal sowieso Käse, ist natürlich hier Fleisch an Nummer 3, Essen ist Nummer 1, Fleisch an Nummer 3. Das würde uns natürlich schon gut tun, wenn wir das selber herstellen.
Wir werden früher oder später alles selber herstellen. Das ist ja der springende Punkt. Also wollen wir das versuchen, dass wir das machen? Da muss man natürlich einen guten Plan machen. Ich würde mal schauen. Also dann habe ich mich tatsächlich entschlossen, hier jetzt keine Felder herzubauen, weil das ein bisschen unklug ist, weil da müssten wir das alles abflachen und das macht auch keinen Sinn. Das bedeutet, und den Platz hier habe ich glaube ich schon mal gesagt, hier diesen Bereich, den möchte ich auf alle Fälle nur aufheben, eben für die Anlieferung. Wir werden früher oder später noch Waren anliefern müssen. Brauchen wir hier ein Warenhaus, ein Verteilungsbüro und so weiter, damit wir noch unsere Sachen verteilen können. Ähnlich wie wir das jetzt schon hier machen mit unserem Benzin. Also es gilt vieles zu überlegen. Und deswegen glaube ich, bietet sich das jetzt echt an, dass wir das hier machen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, fangen wir damit an. Und machen mal so erste Planungen. Jetzt sollten wir es, probier das jetzt einmal. Auch das ist ein Versuch wert. Ich schalte jetzt mal hier das beides weg. Dass das jetzt nur mal aus Ressourcen geplant wird. Was wiederum bedeutet, es ist im Grunde genommen ist es nur ein Planungsmodus. Und jetzt schauen wir uns das mal an, bevor ich jetzt noch mehr Quatsch. Also die Fleischlagerung ist im Endeffekt das, was an die Straße muss. Nehmen wir einfach die Mitte, oder? Ich meine, ich will ja auch nicht alles zu sehr zubauen. Ich meine, jetzt hier einfach mal die Mitte nehmen. Eine Fleischlagerung kommt hierher. Strom sollte kein Problem sein. Ich überlege jetzt gerade. Strom, Wasser, Abwasser können wir alles machen. Heizen müssen wir nicht. Also, hier kommt eine Fleischlagerung her. Wir gehen es rückwärts an, sozusagen. Dann kommt natürlich der wichtige Schlachthof, der hier alles in die Fleischlagerung bringt. Wenn ich den jetzt so herstelle, mal schauen, wo hat denn der? Achso, der hat oben die Einfahrt, den Eingang, den Frachteingang. Wo ist denn ja die Straße? Die ist unten in dem Fall, das wäre okay. Und dann könnten wir, mach das jetzt mal so lang, wie es geht. Dann könnten wir hier zum Beispiel im Notfall noch einen Schlachthof herstellen. So, mach ich jetzt mal. Und das sehen wir dann, was gefällt mir nicht, reißen wir es wieder ab, das kostet ja alles noch nichts. Oder kostet es irgendwas? Nein, noch nicht. So, hier einen Schlachthof. Dann brauchen wir eine große Viehhalle, wo aber alles zusammentrifft. Also da brauchen wir jetzt die Eingänge hier auf dem Level. Und aber wir brauchen einen, also jetzt blöd. Genau, so. Einen Zuf. Ah ja, aber wie bringen wir hier jetzt. Das müsste eigentlich dann. Das mit dem blöden Schild, kannst du das blöde Schild mehr wegtun, da sehe ich den Ding nicht. Achso, das sind zwei. Ja, dann wäre es ja fast so vernünftiger. So. Gibt es da eine andere auch noch? Nein, es gibt nur die. So. Und dann im Grunde genommen drei Viehbetriebe, die hier rausliefern. Also hier in die Lieferhalle liefern. Also einmal sportlich. Einmal. Zweimal.
Ich überlege jetzt auch gerade wegen den Straßen, da könnte man dazwischen eine Straße bauen, einmal, zweimal, dreimal. Ich meine, es muss alles per Straße erreichbar sein, da kommt man nicht drum rum. Wo würde es gehen? Sind wir weit weg von der Stadt, oder? Ja, wegen der Umwelt habe ich jetzt auch noch mal. Man muss ja tausend Sachen beachten. So, also. Jetzt wäre also, das können wir eigentlich ganz nah hinbauen. Einmal. Da kommt nichts dazwischen. Dann müssen wir die ein bisschen rüber bauen. Knapp. So erlaubt es uns. Da muss ich hoffen, dass wir den Kontakt selber bauen können. Zweimal. Ja, und jetzt wird es zu knapp. Mist, da bringen wir jetzt die Straße nicht in der Mitte durch, oder? So. Es ist ganz knapp. Jetzt müssen wir schauen, ob wir die ganzen Connections bauen können. Das würde gehen. Das würde auch gehen. Das geht auch. Aber es muss weg. Man nehme ich nicht. Und hier muss. Zack, bloß das geht. Das war ja der Wahnsinn. Hier muss eine Straße raus. Das geht tatsächlich, Leute, das geht. Und dann kommt hier eine Straße hin, hier eine Straße hin. Hier müssen wir leider außenrum fahren, das geht nicht anders. Und hier muss leider auch eine Straße her, es hilft ja nichts. Ist es nicht abgefahren? Müsste eigentlich alles so passen. Ne, halt, Moment. Und das Coole ist, wir haben noch kein bisschen Geld ausgegeben. So, das muss so. Also ein bisschen zu weit. Muss ich mal merken mit dem Planungsmodus. Das ist eigentlich viel entspannter. Ah, dann baue das euch so hin, das kann ja ganz nah dort stehen. So. Ja, bin ganz baff. Wir hätten drei Viehhöfe, einen Schlachthof, kommt hier rüber, alles, hier ist der Schlachthof, die Viehhalle, die Vieh kommen hier in die Viehhalle wird in den Schlachthof, vom Schlachthof rüber transportiert und das Fleisch kommt dann hier alles in die Kühlung und hier konnte es dann alles abgeholt werden. Na denn, hätte ich gesagt, bauen wir mal alles. Entschuldigung. Es ist jetzt wesentlich einfacher gegangen, als ich gedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. So, und jetzt, weil da gerade der sagt, fehlendes Trinkwasser, und die denn einen Wasseranschluss? Nein, haben sie nicht. Okay, die haben gar keinen Wasseranschluss. Was wiederum bedeutet, wir müssten tatsächlich.
Pläne mit Rubel finanzieren, zack. Und jetzt baut er alles. Cool. Das finde ich ja super. Hätte ich eigentlich schon öfters machen können. So. Und jetzt weiß ich nicht, ob das geht. Genau. Hier wird zugeliefert. Hier wird zugeliefert. Hier wird weggeliefert. Hier wird reingeliefert. Und jetzt könnten wir sogar. Das habe ich leider nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Seht ihr, ich habe doch was vergessen. Wir können leider von hier aus nicht die Bahn beliefern. Oh Mann. Ich meine, man könnte natürlich schon. Wo sind denn hier die? Sieht man die hier? Ich meine, man kann die Straße hier wegreißen, hier eine Leitung rüberlegen, hier einen Bahnhof bauen und dann muss man mal schauen, dass man die Straße irgendwie da hinten rumkriegt. So rum vielleicht. Und dann kann man hier einen Bahnhof bauen. Und dann, das wird natürlich schon gehen. Also ein bisschen Möglichkeiten sind da. Okay, da brauchen wir natürlich schon eine extra Stromleitung, irgendwie logisch. Und dann hätte ich jetzt vielleicht gesagt, dass wir sogar hier Achso, Moment einmal, das ist ja ein 6er-Anschluss, so wie ich das gerade sehe. Ah, da hätte man sogar einen Anschluss frei. Okay. Ja, müssen wir da aber außenrum bauen, das ist ja blöd. Ist ein bisschen unglücklich. Haben wir da noch einen Anschluss frei? Da hätten wir auch noch einen Anschluss frei, aber da müsste ich hier schon noch mal eine Leitung rausziehen. Ja, wäre jetzt wahrscheinlich nicht so das Drama, gell? Hier könnte man es wirklich unterirdisch dann legen, aber ob unter- oder oberirdisch, das mache ich dann immer erst, wenn ich weiß, wo es hinkommt. Also mal angenommen, wir bauen hier ein Umspannwerk, nein, das könnte man eigentlich in die Mitte, mitten knallhart in die Mitte hier reinstellen. Dann bauen wir hier einfach einen Schalter her und tapfen uns das von da ab. Machen wir auch. Das ist, finde ich, die einfachste und eleganteste Lösung. So, wir gehen hier raus. Bedarf reicht. Ich meine, wir hätten natürlich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, tatsächlich total skurril, dass wir das Ganze, so wie wir es hier gebaut haben, eigentlich hier auf der anderen Seite auch noch mal baut. Ich meine, wir wollten unsere Felder ja nicht hierher bauen. Das heißt also, wir könnten dann noch mal viel mehr produzieren,
Nur hier brauchen wir wahnsinnig viel Arbeiter, was wiederum bedeutet, wir, und das Blöde ist, man könnte hier tatsächlich einen Bahnhof erbauen, aber das ist, ich will jetzt eigentlich diese Linie, ich glaube schon gescheiter, wir karren die Leute hier dann mit den Bussen her, oder? Hätte ich auch mal ein bisschen noch besser bedenken sollen, aber jetzt weiß ich gerade nicht, wie viele Arbeiter wir da eigentlich brauchen. Ach so, Mann, da steht's ja eigentlich. 50, 100, 150 und der Schlachthof braucht auch 50, also im Grunde 200 Leute, aber dann läuft alles wirklich auf Mega-Vollgas. Das haben wir ja fast nie, also sage ich mal 100 Leute. Und ja, dann vergrößern wir unser Köln und müssen neue Häuser bauen. Und dann wäre es vielleicht sogar an der Zeit, dass man tatsächlich hier mal diesen Frachtbereich mal herbaut, auch wenn wir ihn noch nicht nutzen. Das ist dann die Frage. Oder hier eben, weil wir hier ja eigentlich schon zur Busstation haben, dann könnte man hier eigentlich ja die nächsten Wohnhäuser herstellen. Dann wollen wir mal schauen, inwiefern wir da vielleicht wieder einen Kindergarten und so weiter brauchen. Okay, das ist das Nächste. Also, es sieht gut aus, finde ich. Und da machen wir jetzt Schluss in dieser Folge. Es ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ich glaube, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und beim nächsten Mal werden wir das Ganze mit Leben füllen. Beziehungsweise beim nächsten Mal legen wir erst einmal unsere ganzen Leitungen, Abwasser, Wasser, was wir alles noch sonst noch so brauchen. Und dann uns eigentlich schon losgehen. Dann schauen wir mal, ob wir das relativ einfach hier geschafft haben, so wie ich mir das vorstelle. Puh, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Mache Pause. Danke fürs Einschalten, sagt der DJ Nick. Schaut das nächste Mal wieder rein. Bleibt gesund. Servus. Danke. Für's euch.